Viele von euch schwanken zwischen dem Apple iPhone 12 Pro Max und dem Huawei Mate XS. Ich kläre in diesem Video die wichtigsten Unterschiede. Ich stelle die unterschiedlichen Merkmale der Smartphones in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken. Design. In der Kategorie Design ist das iPhone 12 Pro Max mit 85:53 Punkten eindeutig vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: ist staub- und wasserdicht, 67 Gramm leichter, 68 mm schmaler, 0,5 mm kürzer und 27% geringeres Volumen. Das Mate XS kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: 2 mm dünner. Bildschirm. Beim Punkt Bildschirm gewinnt das Mate XS eindeutig mit 78:64 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 1,5-fach höhere Auflösung, 19,4% größere Bildschirmgröße und Bildschirm ist immer an. Das iPhone 12 Pro Max hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 10,6% höhere Pixeldichte. Leistung. Im Bereich Leistung ist das iPhone 12 Pro Max mit 85:78 Punkten deutlich vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 2 Nanometer kleinere Halbleitergröße, hat NX-Bit, nutzt HMP und 1500 Millionen mehr Transistoren. Das Mate XS hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 2 GB mehr Arbeitsspeicher, hat einen externen Speichereinschub und 2 mehr CPU-Threads. Kameras. Beim Punkt Kameras ist das iPhone 12 Pro Max mit 86:71 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme, 11,1% größere Blende bei minimaler Brennweite, es hat einen manuellen Fokus, hat eine Frontkamera, hat Laser-Autofokus, fünffach größerer Zoombereich und 2 Blitz-LEDs mehr. Das Mate XS hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 1,8-fach mehr Megapixel der Hauptkamera und 9 mm kleinere minimale Brennweite. Audio. Im Bereich Audio kommen beide Geräte auf 37 Punkte. Es gibt hier keine fundamental abweichenden Spezifikationen. Akku. In der Kategorie Akku gewinnt das iPhone 12 Pro Max eindeutig mit 79:65 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: kann kabellos aufgeladen werden. Das Mate XS hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 22% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Bei der Kategorie Eigenschaften gewinnt das Mate XS eindeutig mit 92:79 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: hat einen Fingerabdruckscanner, unterstützt 2 SIM-Karten, ist ein Mehrbenutzersystem, 1.1 aktuellere USB-Version, bietet Offline-Spracherkennung, ist kostenlos und Open Source, unterstützt Java, hat Typ-C USB-Anschluss, hat ein Barometer, kann als PC benutzt werden, 69 mehr Sprachen unterstützt und hat Bluetooth aptX. Das iPhone 12 Pro Max kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, 396 mehr Smiley-Icons verfügbar, hat einen Infrarotsensor, benutzt eine 3D-Gesichtserkennung und hat AirPlay. Ergebnis. In der Gesamtwertung schlägt das Apple iPhone 12 Pro Max das Huawei Mate XS mit 82:74 Punkten deutlich. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Produkten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Wenn euch dieser Vergleich gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch.
Und falls euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch unbedingt wissen, für welches Produkt ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.